Mein Name ist Füße und Eisers, werde ich die ganze Welt wissen. Aber heute gibt es erstmal eine schnelle Runde. Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs. Edain Unchained Submod 2 gegen 2 zusammen mit Kurga gegen Smarty und Utwin. Und wie das ausgegangen ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Und jetzt spielen wir dann mal wieder hier reicht den Smarty durch. Und wir haben uns diesmal mal ausgedacht, statt einfach nur random zu nehmen, wählt jetzt jeder einfach mal für 3 Spiele jetzt in Folge, also wieder für die typische Smarty-Durchreichdauer, sein Lieblingsvolk einfach nur, beziehungsweise das Volk, mit dem er am liebsten spielen möchte. Und vielleicht machen wir in Zukunft sogar noch das gleiche mit den unliebsten Völkern, aber erstmal wirklich tatsächlich, dass wir sagen, jeder also nimmt jetzt 3 Runden lang das Volk, was ihm am liebsten. Jede Runde noch wechseln, ne? Also das, was wir jetzt picken, ist nicht für 3 Runden fix. Genau, man darf... Wollen wir sagen, dass es sich jede Runde wechseln sollte, oder ist es jedem selbst überlassen? Würde ich jedem selbst überlassen, ja. Was wir noch beim nächsten Mal machen können, das wäre dann das nächste Level. Wir können dann quasi wie bei Ranked Games in League of Legends können wir Sachen bannen, zum Beispiel Völker bannen. Einfach angemacht. Das ist ja so die nächste Stufe einfach. Ja. Also Völker bannen für den Gegner quasi. Aber gut, das können wir überlegen. So, ich würde sagen, Tim, zählst du von 3 auf 1 runter und dann pickt jeder sein Volk, was er gerne haben möchte, die Runde. Okay. Mhm. 3, 2, 1, go. Oh. Interessant. Das ist richtig scheiße jetzt. Dass Martin Latris nimmt. Weil ich dachte eigentlich immer, Angmar wäre dann Prime-Volk quasi. Wir sind in Edain Unchained, ne? Ich sag das nur. Stimmt. Ja, okay, das könnte natürlich ein bisschen ungebalanced sein, das stimmt. Ich muss aus dieser Denkweise von Edain rauskommen. Also Edain. Naja, ich hab noch nie Unchained gespielt, daher. Werden wir mal sehen, was das bringt. Ich hab zumindest Blinde. Beim letzten Mal habe ich nur 3-mal Haradrim gespielt. Eigentlich. Und einmal Rohan, aber das war auf dieser Halloween-Special-Map. Also das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich Isengard hier in Unchained nehme. Ja, da ist ganz viel anders, außer die Heldenfähigkeiten. Keine Sorge. Ja, okay. Gut. Alles klar. Und das Balancing halt. Und das Balancing halt ein bisschen anders. Ja, genau. Mir geht's ähnlich. Ich habe jetzt halt auch Tarad gespielt immer und dann bei dieser Halloween-Map halt mal im Latris angeguckt. Aber da ist mir beim Latris wirklich nichts großartig anderes aufgefallen als beim normalen Edain. Also das geht eigentlich. Es wird interessant da oben, ne? Menschen des Westens gegen Menschen des Westens. Es wird ein interessantes Battle da zwischen euch, glaube ich. Na gut, dann. Good luck, have fun. Oder good luck, have fun. Und Move. Ah ja, danke schön, Smarty. Wollte gerade schon fragen. Perfekt. Boah. Kommt drauf an, was Martin nimmt. Utwin nimmt, ne? Das stimmt, weil der könnte ja noch Arnor nehmen, ne? Also ich werde Arnor nehmen. Okay. Boah, ich weiß nicht. Also im Latris ist es ziemlich mit das Schlimmste, gegen das ich jetzt hier kämpfen muss. Aber ich hoffe jetzt einfach mal auf die Stärke von Isengard, dass ich da irgendwie gegen ankomme. Ja. Hätte ich jetzt Rohan genommen, hätte ich ein ziemliches Problem gehabt. Naja, wenn du halt einfach dran denken würdest, dein Exilantenlager auszubauen und dann auch die elitäre Infanterie dazu bauen, dann geht das schon. Ja, ich weiß. Aber meine Strategie mit Rohan ist halt immer Rush mit voller Kraft am Anfang und das heißt überspülen. Also das ist quasi immer so meine gängige Rohan-Strategie. Aber das mal gucken, wie es mit Isengard jetzt machen. Geht mit Isengard jetzt nicht so gut, aber... Doch, finde schon. Die Dunländer haben das eigentlich auch gut drauf. Naja. Ich fand eigentlich, dass es mit denen okay ist. Und wir haben auch größere Camps hier anscheinend. Das ist auch gut. Aber man ist so nah reingezoomt in der Map. Das ist jetzt auch... ein Ding. Echt? Ja, ich bin relativ nah dran. Weißt, du kannst ja mal kurz bei mir im Stream gucken, aber... Nee, da komme ich jetzt nicht hin. Okay, verstehe. Da komme ich jetzt nicht hin in der Aufnahme. Du guckst mir meine Streams also nicht, ist okay, ich verstehe schon. Doch, deine Sonderstreams, da bin ich eigentlich schon oft dabei. Stimmt, das stimmt. Gibt's hier irgendwo Trolle? Kennst du die Map? Nee, die Map spiele ich zum ersten Mal. Ich habe aber gelesen, dass es Trolle gibt. Die sind vermutlich bei den Außenposten auf der rechten Seite. Ah, da, ja, ich sehe. Okay, da muss ich schnell versuchen, irgendwie einzuholen. Gibt's da noch was? Nee, das ist nichts. Das ist wirklich nur... Brauche ich jetzt hier unbedingt die Clan-Hütte? Was haben wir noch? Was zwischen uns? Ah doch, da ist noch ein Punkt. Guck mal. Könnte sein, aber dass da auch Viecher sind. Da werden... Ja, ich glaube schon. Aber ich werde natürlich versuchen, deine Tipps umzusetzen, dass man direkt auf Trolle geht. Ja gut, das ist mit Isengard schwierig, weil du mit Isengard keine Speerträger sofort bauen kannst. Aber du kannst diese ziemlich starken Axtwerfer machen. Diese Axtwerfer von Dunland, die sind richtig gut. Okay, zwischen uns ist ein Höhlentroll auf jeden Fall. Was ist das denn für einer? Hier rennt so ein random Barbar rum. Da haben die eine Hütte zerstört und dann läuft der irgendwo anders hin. Was, der hat jetzt schon hier was zerstört? Nee, das kann auch bei ihm drüben sein. Die rennen dann einfach woanders hin. Ach so, okay, verstehe.
Hey, weil hier rennt so ein random Dunland-Typ rum. Was haben wir hier? Hier sind Waage. Okay, alles klar. Okay. Außerdem können die Urukai-Speer so einen miesen Pfeilschuss abgeben, die ziemlich gut sind gegen die Trolle. Ja, ich hole mir jetzt den Troll zwischen uns. Ja, mach das. Ja, Troll schon tot. Der hat nicht noch ein ganz kleines bisschen Damage da gemacht. Hier sind Waage, hier sind keine Trolle. Nee, zwischen uns, sag ich ja. Zwischen uns, ja. Okay. Das ist ja gut. Greifen schon wieder an. Und hier sind halt diese wilden Dunländer halt auch, ne? Mhm. Tja, das war jetzt natürlich miscalculated, muss ich sagen. Wieso? Weil ich jetzt mit Trollen hier gerechnet habe und nicht mit Wagen. Okay. Jetzt habe ich meine Urukai-Speer. Aber wieso? Echt, du hast sie ganz verloren? Dann zieh sie lieber zurück. Einen Trupp habe ich noch über, aber das war jetzt natürlich trotzdem ärgerlich, weil ich jetzt die Strategie umstellen muss spontan. Das war jetzt natürlich nicht so geil. Mhm. Ich hoffe einfach mal, dass die Dunländer mich jetzt hier im Early ein bisschen rausretten. Also ich muss am Anfang echt versuchen, irgendwie was aus der Überzahl zu machen. Das wird wichtig. Okay. Oh, hier ist was. Hier ist Uthven hat Gondor genommen. Du hast ja Arnor, ne? Ich hab Arnor genommen. Hier kann man den auch rekrutieren. Zeltlager Stufe 3? Alter, das ist ja übel. Scheiße, ey. Ich hab 3 Bataillonen an diesem scheiß Warkord vergeudet. Oh, cool, das ist nicht gut, ey. Ich sag ja mit Ey, ist auch nicht. Ist auch nicht. Eieiei. Das ist echt ärgerlich. Das war ein mieser Fehlstart von mir. Was macht ihr halt im Ladris? Das wird übel. Das wird richtig übel. Ich geh jetzt auch schon hier hoch. Ja, jetzt hab ich ihm halt die scheiß Vorarbeit geleistet. Ich muss mich zurückziehen. Mann, ey. Weil ich mich drauf verlassen habe, dass da ein Troll ist und keine Waage. Scheiße. Na gut. Mal sehen. Weicht nicht zurück, Männer. Soldaten, oh ja, dieser eine Quark, ey. Ja, komm jetzt. Das Gebäude hier wäre fertig. Das war echt mies. Tja, mal gucken. 900 kostet das. Das ist ja mies viel. Ey, dieser eine dumme Warg, verzieh dich doch. Jetzt greift er meine Clanhütte an, echt. Ach, dieser Fehlstart, das war ein richtiger Fehlstart. Okay. Da werde ich keinen Blumentopf gewinnen. Ich mach mal Druck auf Uthven schon mal, ja? Ja, bitte, das wäre gut. Okay. Dann mache ich das mal. Ich versuche in der Zeit, Minenschächte hochzuziehen, so gut es geht. Gucken, ob hier vielleicht noch was offen ist. Aber ich meine, ich habe schon eine ganz gute Truppe zusammen da. So viel hatte Uthven noch nicht. Smarty hat hier alles schon geklärt, also hat alle Punkte schon weggenommen. Es ist Bruchtal. Das ist im Ladris, ja. Ist richtig. Ja, die sind halt nach wie vor ziemlich gut. Er spielt halt auch so, wie nennt man das, wenn man nicht extrovertiert spielt, sondern aggressiv? Ja, wenn man auf Map Control spielt, das hat doch irgendeine bestimmte Bezeichnung eigentlich, oder? Expansionell? Nee. Ja, expansionistisch, doch, das gibt's auch. Ja, ist das okay. Ich challenge hier auf jeden Fall gerade Uthven. Sehr gut. Weiß aber nicht, ob ich gewinne. Hat auch ziemlich viel. Naja, er hat zu viel, ich muss zurück. Sonst verliere ich zu viel. Ich überlege, auf die Belagerungswerke zu gehen und dann mit Ballisten seine Elben
halt abzuschießen, aber er hat sich schon unten den Vorposten halt auch genommen. Tja, ob das so viel Sinn macht, ist halt die Frage. Also ich werde hier auf jeden Fall alles gegen Utwin aufbieten müssen, was ich habe. Hm. Ich versuche jetzt mal Nadelstiche zu setzen gegen Smarty. Ich den zu lange in Ruhe lasse. Du darfst auf jeden Fall nicht so viel Truppen verlieren. Das ist immer das Wichtige. Also lieber so wie ich jetzt sich einmal zurückziehen. Ja, ich versuch's. Also bis jetzt hat er sich noch nicht gegen mich gestellt. Also bis jetzt haben wir uns noch nicht hier gefightet, aber das wird gleich passieren, nehme ich mal an. Dann muss ich gucken. Hä, aus irgendeinem Grund kriege ich Ressourcenbonus, wenn die Dunländer Äxte werfen. Ja, ja, das ist die Fähigkeit von den Dunländern. Wenn die gegnerische Gebäude angreifen, dann nimmst du ihm Ressourcen weg. Also er verliert dann dabei Ressourcen. Oh, okay. Es war aber, ist das normal dein auch ja, so? Ja, ist da auch so. Echt, okay. Ja, ja. Krass, mir nie aufgefallen. So, ich glaube, er wollte nach oben ganken. Er kommt jetzt runter. Ich versuche ihn jetzt zu fighten. Komm, ich probier's mal. Alter, der hat so viele Bataillone. Ich hoffe, die sind nicht so stark, die Imlatris-Einheiten hier. Boah. Nee, das habe ich ja noch nicht. Ich dachte, Utwin hätte mich hier übelst zerrissen. Hat er aber nicht. Alles in Ordnung. Ach, wobei, ich hätte gerne mal die hier. Also Utwin so an sich habe ich hier im Griff. Ich muss jetzt unbedingt upgraden und stärkere Einheiten rausholen. Utwin hier ist ziemlich ausgeglichen. Ich guck mal, mache ich dem Schaden groß? Ah, eher so semi-viel. Aber wobei, es geht. Ich mache ihm tatsächlich Schaden. Ja, also es ist nicht so, dass die Imlatris-Einheiten unbesiegbar wären. Das geht. Das stimmt mich zuversichtlich. Unbesiegbar. Bin auch so geschädigt. Ich bin doch geschädigt von diesen alten Kämpfen gegen Imlatris. Auf jeden Fall auch jetzt schon meine elitäre Infanterie hier. Das ist gut. Ich bin gleich Stufe 2 mit meinem Hofgarde. Stark wäre natürlich jetzt, schwere Rüstung zu haben. Das wäre natürlich stark jetzt gegen Utwin. Ich erforsche das auch schon, aber... Aber es dauert natürlich ein bisschen, bis das fertig wird. Hat viele Dune deinen Bogenschützen, interessant. Ja, schwere Rüstung. Bringt das hier... Rüstungsschuss, warum benutze ich das nicht? Das dauert so lange, dieses dumme Upgrade. Das nervt mich. Das ist von Belagerungsjagd. Ah ja, genau. Jetzt kann ich mal die Ballisten probieren. Ich hoffe jetzt mal, dass die Ballisten da was raushauen können. Was sollen wir tun? Ah, er kommt jetzt da. Ja, ich brauche natürlich Rüstungsupgrades. Das ist true. Dann schauen wir mal, was er so kann. Wir kommen zu spät. Sie haben das Gebiet bereit. Ich bin mal gespannt, ob ich mit dem Ballisten jetzt Druck machen kann, gleich. Also bei mir ist es noch ziemlich ausgeglichen. Mal sehen, wie es bei Smarty und mir gleich ist. Aber ich habe jetzt auch schwere Rüstung für meine Soldaten. Also es kann sein, dass Smarty hochkommt jetzt. Ich habe ihn jetzt gerade nicht im Blick. Also stell dich drauf ein, im Zweifel. Dann musst du pushen dann, ne? Wenn der hochkommt. Dann ja, ich habe jetzt eine Balliste. Also ich werde jetzt auch gleich pushen. Ich werde gleich versuchen, seinen Base dort anzugreifen. Kann aber auch sein, dass er sich voll auf mich konzentriert. Der kommt unten bei dir. Ja, der kommt bei mir, ja. Okay. Komm schon, ich brauche noch 100 Rohstoffe, Alter. Dann kriege ich mir endlich diesen dummen Bogenschützenheld holen hier. Okay. Haltet die Augen, Soldaten! Wir haben das Lager des Feindes gefunden! Tja, das Problem. Ja, greif jetzt an. Warte mal, die Balliste macht. Ah ja, stimmt, Ballisten machen ja hier gar nicht mehr so viel Damage gegen Einheiten. Nee, die Belagerungswaffen gegen Einheiten sind genervt. Ah, Mist. Okay, das habe ich vergessen, das hatte ich gerade nicht auf dem Schirm. Ja, okay, dann ist natürlich... Oh, warum laufen denn meine Bogenschützen da vorne hin? Sind die behindert, Alter? Oh, das ist ja doof. Ja, okay. Das ist... Schon lost, ja? Maybe? Alter, unfassbar.
Ich habe halt einen kompletten Fehlstart hingelegt. Ich habe die Karte komplett falsch eingeschätzt. Ich dachte, da wäre halt ein Troll und kein Warkord. Ich habe an diesem Warkord 3 Bataillone verloren. Das war das Problem. Ja gut, aber selbst wenn da jetzt... Okay, egal. Ich hatte auch keine Ich habe ja keine Speerträger am Anfang. Das ja, das aber dann, gibt man ja, dann schickt man ja nicht seine Truppen in den Warg einfach rein, der dann die einfach wegraidet. Naja, ich wollte halt das Gold haben. Also ich versuche, so lange es geht, durchzuhalten. Aber wie der Ork gerade sagte, dazu haben wir nicht die Mittel. Ja. Ja, das war ein Fehlstart von mir. Ganz eindeutig. Ja. Ach, shit. Bleiben wir eigentlich jetzt bei der Map, oder? Ja, ja. Okay. Na gut, dann kann ich es im nächsten Spiel vielleicht besser machen. Na gut. Also ist schon GG, ja, dann können wir es rendern. Ja, das können wir surrendern, der Community. Dann können wir das surrendern. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein, ciao.